Ihr wisst ja, unsere Lieblingssendung ist die Höhle der Löwen und natürlich wollten wir auch dieses Mal wieder ein paar Produkte davon testen. Und heute ist es soweit. Heute testen wir. Immer wenn man diese Sendung schaut, bekommt man so Lust auf diese Produkte. Meistens google ich schon währenddessen, wo bekomme ich das her? Ich will das. Ich mache gleich einen kleinen Spoiler. Am meisten ausgerastet bin ich bei Spooning. Keksteig zum Löffeln. Und wir haben ihn heute hier als Special Guest. Live in der Show. Ja! Geduldet euch, geduldet euch. Ich durfte auch nicht probieren. Ich habe jeden Tag, seit dieses Paket bei uns ankam, gefragt, darf ich schon probieren? Nein, wir probieren live im Video. Bitte, ich will unbedingt Keksteig. Aber als erstes probieren wir das andere. Und zwar? Smicies. Fettarm und proteinreich. Wir müssen nämlich erst Kalorien sparen, um dann die Kalorien in uns reinzulöffeln. Es gibt hier Cheese oder Italian Pizza Bites. Probieren wir beides? Klar. Oh, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Das würde uns sehr freuen. Dankeschön. Das sieht aus wie Hundefutter. Und riecht auch so. Kauen? Ja. Das ist Hundefutter. Bäh. Das soll ein Ersatz für Chips sein? Wer sagt denn sowas? Probier mal Pizza. Riecht schon besser. Ich habe gar nichts zu trinken da. Das ist das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Das ist klar, weil da vergehen einem die Chips. Weg damit. Aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt so mit deinen Freunden auf der Couch, alle essen Chips und dann bringst du hier diese Dose raus und isst davon. Das ist überhaupt kein Feeling. Das sieht aus, wie, als wären da irgendwelche Tabletten drin. Seht ihr, wie groß die sind? Da wird man ja nicht satt von. Wisst ihr, wie groß eine Packung Chips ist? So. Und das ist so. So. Das ist irgendwie die komischste Erfindung aller Zeiten. Seit die Höhle der Löwen. Diese 4 Kalorien müssen wir jetzt abtrainieren. Und zwar mit dem Plank Pad. Ist das cool oder ist das cool? Planken ist eigentlich nur so eine Position, wo man sich hier drauf legt und dann ist man so gerade nach hinten mit bis zu den Füßen. Das hast du super erklärt. Und das soll für alle Muskeln gut sein. Ja, und dafür kann man auch ein Pad verwenden und das ist noch zusätzlich zum Gleichgewicht und Balance üben. Und da ist eine App dabei, damit es auch nicht langweilig wird und man währenddessen Spiele spielen kann oder irgendwas anderes machen kann. Ich bin jetzt auch mal mega gespannt, ob das gut ist, weil das war echt teuer. Also das ist so das teuerste von allem, was wir heute gekauft haben. Und ja, ist halt ein Sportgerät. Und das testen wir gleich. Da werden wir gleich mal checken, wie sportlich wir sind. Das ist das Plank Pad und das kommt auf diese Matte und dann muss man sich so drauf, ne? Oh! Das ist ja richtig anstrengend! Du hast gerade nicht mal eine Sekunde geschafft. Ich glaube, wir müssen mal eine Challenge machen. Mein Rücken bricht durch. Der Rücken muss gerade sein, nicht so ein Hohlkreuz. Ja, ja. Hast du die App runtergeladen? Ja, yep, habe ich schon. Na dann los, ich will dich planken sehen. Was haben wir? Burger? Nö, Games. Irgendwas im Weltraum. Oh, Candy, immer gut. Ich bin auch für Candy. Oder surfen. Easy. Fangen wir mit normal an. Positionieren in der Mitte. Haben die im Fernsehen gesagt. Nee, ich leg's lieber weiter hier hin. So, ich habe 5 Sekunden. Geht los. Oh, ich muss Süßigkeiten einsammeln. Ach, wenn es um Süßigkeiten geht, bist du plötzlich voll gut. Irgendwie ist es jetzt viel weniger anstrengend. Ich glaube, ich bin Profi. Morgen wirst du sowas von Muskelkater haben, aber dein Rücken muss noch ein bisschen gerader sein. Ja, ja. Stopp. Ja, Highscore. Juhu. 18 Punkte. Ja, okay, du warst die Erste. Das Produkt finde ich auch mal mega, mega spannend. Smart Sleep, so Tabletten und ein Drink. Das in der Packung sind quasi nur 2-mal nehmen drin, so 2 Einheiten. Und damit kann man seinen Schlaf effizienter nutzen. Wenn man nur wenig Stunden schlaft, macht dieses Mittelchen, dass man richtig gut und richtig tief schlaft. Ich glaube das nicht. Angeblich soll das so sein für Leute, die nicht viel Zeit haben zum Schlafen oder viel Stress haben. Oder wenn man gerade mal nur eine Nacht hat, wo man wenig schlaft, soll man das nehmen. Und dann ist man ganz ausgeruht am Morgen. Wir machen heute Abend einen Filmeabend. Und schauen mindestens 5 Filme an. Schaffen wir nie. Und dann nehmen wir das, okay? Und am nächsten Morgen müssen wir um 6 Uhr auf. Nee, sagen wir 7. 7. Und schauen weiter. Das ist der Plan, oder? Habt ihr irgendwelche Filmtipps für uns? Bitte in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das schmeckt nicht eklig. Oh, puh. Hallo? Okay, das erste sind 2 Kautabletten. Schmeckt wie Vitamine. Schmeckt wie Pets. Traubenzucker. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Bisschen staubig. Und jetzt muss ich das hier trinken. Das ist ein Zaubertrank. Ich hoffe, das schmeckt auch gut. Riecht nicht so gut. Schnell weg. Das ist sauer. Okay, es geht aber klar. So, und jetzt ab ins Bett. Bis morgen. Vicky liebt Ketchup. Ja, das stimmt.
Und vielleicht auch Ketchup. Wer nennt sein Produkt Ketchup, wenn es nichts mit Tomaten zu tun hat? Also Leute, ihr seid jetzt bestimmt verwirrt. Wir erklären euch mal, was das ist, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt. Das ist so ein kleines Gerät, das kann man auf seinen Staubsauger stecken. Und dann leitet das Dinge um, die man unabsichtlich einsaugt. Ohrringe oder so. Genau, weil alle Dinge, die größer sind, die saugt man ja meistens nicht mit Absicht ein, sondern man will ja nur Staub und Dreck einsaugen. Und Ohrringe und Lego-Teile und Spielsachen und Schmuck oder Haarspangen. Ich saug dauernd Haarspangen ein. Die kommen dann in dieses Verhältnis. Ich saug nichts ein, weil ich sauge nicht. Lass es uns probieren. Ist schon eine spannende Erfindung. Ich habe mich gerade mit der Anleitung auseinandergesetzt, aber die ist zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze einfach mal, man muss es auf den Staubsauger stecken. Umdrehen. Sieht so aus, als würde es nicht passen. Hä? Das passt doch bei jedem angeblich. Was? Gewalt, Vicky. Das verstehe ich nicht. Haben wir irgendwo eine Liste, welche Modelle dafür gehen und welche nicht? Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für Ketchup den Staubsauger aufsatz mit Filterfunktion entschieden haben. Wieso sind Anleitungen immer so hässlich? Weil sie niemand anguckt. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir müssen es mit einem anderen Staubsauger probieren. Versuch Nummer 2. Und, wie sieht's aus? Hä, das gehört doch nicht hier unten drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Was ist eigentlich das? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung für Staubsauger. Oh, eine Verlängerung. Das habe ich noch nie entdeckt. Das ist noch mir neu. Ja, okay, und jetzt? Aber du musst doch dieses Ding jetzt hier irgendwo dran stecken. Wir können mal so saugen. Ja, mach. Das sind die Testobjekte. Diese Dinger sollten eingesaugt werden und das soll nicht eingesaugt werden. Hat jetzt nicht so funktioniert. Ich glaube, ich habe das verkehrt draufgesteckt. Ja, aber anders geht's ja nicht. Oh. Zweiter Versuch. Es hat geklappt, Leute. Das ist ja cool. Wenn man einen Staubsauger findet, wo es drauf passt. Es ist soweit, Vicky. Der Moment ist gekommen. Spooning. Es gibt 3 verschiedene Sorten. Ich habe alle 3 bestellt. Ich bin ja nicht blöd. Einmal Chocolate Birthday. Das ist Schokoladenteig mit Smarties. Das probieren wir, oder? Nö, nö, nö. Ich finde die anderen beiden viel besser. What? Das ist Caramel and Salt. I love it. Bin ich mega gespannt drauf. Und das ist der komplette Klassiker Chocolate Chips. So Hella Teig mit Chocolate Chips. Hast du schon gesagt, was das ist? Ja. Nein. Nein. Ich sag's nochmal. Das ist Keksteig zum Löffeln. Das ist Keksteig und den tut man einfach nicht in den Backofen, sondern man nascht ihn vorher weg. Das ist ja das Coole. Man erwartet gar keine Kekse am Ende. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn man den ganzen Keksteig aufisst, weil es von Haus aus Keksteig zum Löffeln ist. Und es ist auch nicht so gefährlich wie normaler Keksteig, weil da halt kein Ei drin ist und kein Backpulver. Ah ja. Deswegen kann man den roh ganz gut essen. Es ergibt circa 4 Portionen. Aber was für Portionen? Löffelportionen? 4 Löffel? Man kann schon auch Kekse draus machen, heißt es. Welchen nehmen wir jetzt? Ja! Ich weiß nicht. Die kann sich nicht entscheiden. Den Klassiker. Wir nehmen den Klassiker. Ich finde, da kann man es am besten entscheiden, ob es gut ist. Und was müssen wir jetzt machen? Circa 1 gehäufter Esslöffel Margarine und circa 2 Esslöffel Wasser hinzufügen. Das war's? Kein Mixer zur Hand, dann verrührst du alles direkt im Becher mit einem Löffel. Oh. Das machen wir. Ich hole schon mal die Butter und ein bisschen Wasser. Bis jetzt ist es nur Pulver und da kommt es jetzt alles dazu. Leute, wir haben jetzt nur Butter da und keine Margarine. Ich hoffe, es macht keinen Unterschied. Zack. Jetzt wird's spannend. Butter ist schwerer zum Rühren, glaube ich. Das stimmt. Ups. Und? Nimmt's Form an? Noch nicht. Das dauert ein bisschen. Hast du keinen Mixer zur Hand? Doch, ich habe einen, aber dann muss ich den abwaschen. Ich dachte schon, wenn es schon mit einem Löffel und in den Becher hier direkt geht. Wer braucht schon einen Mixer? Ich kann einen Mixer imitieren. Langsam wird es schon. Kann man schon kosten? Nö. Aber das wird dann halt richtiger Keksteig. Ich mag lieber Kuchenteig, flüssig. Wirklich? Mhm. Du bist ja komisch. Als nächstes bringen sie raus, Kuchenteig zu löffeln. Hoffentlich. Aber jetzt musst du mal rein, ich kann schon nicht mehr. Anstrengend. Ich glaube, wir haben eindeutig zu wenig Butter, aber Sarina muss ja immer sparen bei der Butter. Okay, ich kann nicht mehr warten, beeil dich. Soll ich doch einen Mixer holen? Nein, nein, es wird. Noch ein bisschen Butter? Jetzt wird's. So, ich habe keine Lust mehr. Kannst du noch in der Hand fertig kneten? Oh, da sind Schokostückchen. Klar doch. Wollen wir? Guten Appetit. Ding, ding, ding. Oh Gott, ist das gut. Mmh. Einfach Kuchenteig. Man fühlt sich ein bisschen schlecht. Einerseits darf man ja nicht, andererseits isst man ja die Kekse weg. Mmh, das ist voll gut.
gemerkt, es hat Suchtpotenzial. Sarina ist schon abhängig davon. Manchmal hat man, wenn man den faulen Weg will, doch den härteren Weg erwischt. Das ist die Moral des Videos. Wenn ihr Interesse habt, wie die anderen Sorten schmecken, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei. Denn dort werden wir Essen testen. Komisches Essen. Wir müssen ein Highlight machen mit Essenstests. Lasst uns gerne eine Daumen nach oben da. Vielleicht gibt es dann auch noch ein weiteres Hülle der Löwen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.